Als nächstes folgt nun der Beitrag der Universität Duisburg-Essen, vertreten durch Rani Aymat-Kemand und Aline Feil. Und sie zeigen die Anwendbarkeitsanalyse einer digitalen Bestandserfassung zur Steigerung einer transparenten Nachhaltigkeitsbemessung für den Immobilienbau. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Ja, sehr gut. Ich glaube, ja, jetzt sieht man auch langsam den Bildschirm. Genau, also wir vom Institut für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen haben uns mit einer transparenten Nachhaltigkeitsbemessung durch die Verwendung von KI, BIM und Automation befasst. Unseren Fokus haben wir dabei insbesondere auf die Bestandsgebäude gesetzt. Warum die Bestandsgebäude? Naja, der momentane Trend zeigt, dass sich die Nachhaltigkeitsstrategie stark auf den Neubau fokussiert. Denn wie wir hier jetzt in der Grafik sehen können, wurden mehr Green Building Zertifikate insgesamt für den Neubau ausgestellt als für den Bestand, obwohl es eigentlich ja auch viel mehr Bestandsgebäude als Neubauten gibt. Die Zahl 21,7 Millionen, die wir jetzt hier gleich die wir jetzt hier sehen können, im Vergleich zu den 130.000 zeigt, dass der Bestand eigentlich ja genauso wichtig, wenn nicht eigentlich sogar viel wichtiger ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Doch warum machen wir das nicht? Wo liegt also unser Problem? Was erschwert die Nachhaltigkeitsbemessung von Bestandsgebäuden? Das ist ganz einfach, das ist die Datenintransparenz. Üblicherweise liegen keine digitalen Daten vor, sondern es werden ja üblicherweise schlecht lesbare, teilweise auch unvollständige Pläne aus irgendwelchen Archiven gekramt, die wenig bis gar keine Informationen enthalten. Oftmals haben wir gar keine Pläne, was natürlich noch schlechter ist. Insbesondere Informationen zu folgenden Fragen sind in der Regel aber nicht zu finden. Also zum einen, welche Baumaterialien sind im Bestand verbaut, welche Mengen und Volumina sind verbaut, welche Schnittstelle ist für die Ökobilanzierung notwendig und wie kann bei der Bilanzierung eine Effizienzsteigerung erreicht werden? Was wir also brauchen, sind im Prinzip mehr Daten und vor allem auch transparente Daten. An dieser Stelle kann dann die Methode BIM im Zusammenspiel mit KI und auch den verschiedensten Automatisierungstechniken ihr volles Potenzial ausschöpfen. Jetzt müssten wir einmal auf die nächste Folie gehen. Ich weiß nicht, ob gerade... Ah ja, jetzt klappt's. Denn mit einem genauen Datenmodell lassen sich im Prinzip bessere Aussagen auch über die Nachhaltigkeit treffen. Die Automatisierung dient dabei insbesondere der Bestandsdatenerfassung, denn durch zum Beispiel Robotik oder auch Sensormessdatensysteme wie halbautonome mobile Laserscanner, Drohnen oder auch Laufroboter lassen sich diese automatisiert dann aufnehmen. Die KI dient dann weiterhin zur effizienteren Datenbearbeitung durch eben Machine Learning und außerdem auch zur besseren Entscheidungsfindung durch die Bildsegmentierung und auch Klassifizierung. So, dann mache ich eben weiter. Wie sieht unser Lösungsansatz aus mit einer Digitalisierungsstrategie? Das sieht so weit aus, dass wir letztendlich ein Drei-Phasen-Prinzip entwickelt haben, das wir an verschiedenen Feldversuchen etabliert haben. Das bedeutet, wir haben angefangen mit der Transparenz. In der Transparenz geht es uns darum, die Daten zu erfassen. Das bedeutet Geometrien, Materialien, also auch konstruktive Elemente bei Bestandsgebäude, als auch in der zweiten Phase Identifikation. Damit meinen wir letztendlich, dass wir ein strukturiertes Informationsmodell gewinnen möchten, und letztendlich diese Datenkorrektheit durch eine Abweichungsanalyse letztendlich gewinnen möchten. Im letzten und dritten Schritt wäre dann die Bemessung. Und die Bemessung wäre dann auf Basis dieser Datenkorrektheit bzw. dieser strukturierten Informationsmodell eine schnelle Ökobilanzierung durch das BIM-Modell, also einem sauber aufgesetzten BIM-Modell. Schauen wir uns das mal im kurzen Detail an. Das heißt, im Bereich der Transparenz rede ich immer gerne von der Punktwolke. Und das, was wir getan haben, ist letztendlich Variantenstudien aufzusetzen mit den verschiedenen Sensoriken, die es auf dem Markt gibt. Das bedeutet, wir haben untersucht nach Hardware, Software, welche Möglichkeiten es gibt, letztendlich automatisiert Daten zu erfassen. Das heißt, so schnell wie möglich die Punktwolke im Bestand zu erhalten. Und vielleicht nur ein kurzes Beispiel oder einen kurzen Vergleich. Wenn wir mit einem mobilen Scanner arbeiten und vielleicht zu einem stationären Scanner, sind wir dreimal so schnell. Gehen wir wieder einen Schritt weiter im Bereich der Identifikation. Das heißt, mithilfe einer Scan-to-BIM-Methode bzw. der Scan-to-BIM-Methode und mit der heutigen möglichen Software
auch in Richtung Modellierung ist es schon weitestgehend möglich, ein sehr genaues BIM-Modell zu erhalten. Aber, wie gerade auch meine Kollegin gesagt hat, haben wir das Problem, dass wir viele Data Gaps haben. Das bedeutet auch gerade hinsichtlich der DGA, als auch der konstruktive Elemente, haben wir ein sehr großes Problem. Das bedeutet, diese Data Gaps werden letztendlich in einer Abweichungsanalyse dokumentiert und mit Experten evaluiert. Das heißt, mit Statikern, als auch mit TGA-Lern, um letztendlich ein genaues BIM-Modell zu bekommen. Gehen wir zum dritten Schritt, das heißt die Bemessung. Nur kurz nochmal zu dem Prinzip. Das heißt, wir haben die Bestandsdokumente genau analysiert. Wir arbeiten dann mit einer gewählten Ökobilanzierungssoftware, die eine genaue Schnittstelle mit BIM hat. Wir haben eine genaue Datenbank etablieren können durch unser Qualitätsmanagement und letztendlich erhalten wir eine genaue Ökobilanzierung, die sehr nah quasi auf die Information oder dem Erstbildmodell basiert. Aufgrund dazu möchte ich nochmal kurz in Richtung Automation und KI aus unserer hausinternen Forschung letztendlich unser Konzept vorstellen. Wir haben aus verschiedenen Baustellen letztendlich mit KI-Ansätzen schon Klassifizierung und Bildsegmentierung gewinnen können. Und diese Konzepte, auch im Bereich der Robotik, wenden wir letztendlich auch an im Bereich des Bestandsbaus. Das bedeutet, was wir hier etablieren wollen, das heißt von Baustelle in Richtung Bestandsbau, ist, dass wir schon erste Informationen für eine automatisierte Datenerfassung gewinnen können im Bereich der Klassifizierung und der Segmentierung und zudem noch an die Verknüpfung mit BIM. Wo geht die Reise hin? Natürlich, wenn wir jetzt unseren ganzen Bestandsbau letztendlich digitalisieren können, wir können ganz genau ökobilanzieren, beziehungsweise haben auch dann unsere Daten in den einzelnen Gebäuden, ist unser Ziel aber, ein vernetztes digitales Modell zu erhalten. Das heißt, eine vernetzte Datenbank. Das ist gerade deshalb wichtig, damit wir letztendlich eine baulich-räumliche und zeitlich, also eine zeitliche Abhängigkeit besser verstehen können und darauf aufbauen. Das heißt, wenn wir sektorbasiert letztendlich die Information auch haben, weil Sie wissen, dass hier in Deutschland wird, gibt es verschiedene Bereiche, wie gebaut worden ist, welche Materialien eingesetzt worden sind, können wir erst dann genauer über Nachhaltigkeitsstrategien bessere Aussagen treffen, als auch zu CO2-Einsparung, als auch zu grauer Energie. Und deswegen ist unser Gedanke, dass wir oder mit dem Ziel dieser Informationsgrundlage später ein Smart City bzw. ein BIM City anziehen. Ja. Das war's soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag.